Irgendwann bin ich morgens in mein Studio gefahren. Ich hatte so ein kleines Studio angemietet, wo ich meine Sachen drin hatte und bin dann auf der Landstraße gefahren und bin durch eine blöde Verkehrssituation in den Gegenverkehr gefahren, morgens um 8 Uhr. Am 5. August war das und ich hatte am 4. August noch Geburtstage im Kopf und so weiter. Da hatte ich meinen Geburtstag und am 5. August bin ich morgens auf einer Landstraße in Gegenverkehr gefahren und habe dort einen schweren Autounfall gehabt, als ich ins Studio fahren wollte. Und da hat sich nach diesem Unfall bei mir einiges im Kopf bewegt und ergeben, dass ich einen Sinneswandel hatte und ein Umdenken in meinem Leben. Das hat da stattgefunden. Und 2, 3 Wochen später stand ich regelmäßig auf der Terrasse nach diesem Unfall und habe immer in den Himmel geguckt und habe gedacht, wer bist du, wo kommst du her und was machst du eigentlich? Wieso hast du das alles so durchlebt, wie du es durchlebt hast? Und warum passiert dir das alles? Und warum ist das so? Und da macht man sich natürlich dann Gedanken und ich habe mir extrem Gedanken gemacht und habe gemerkt, dass bei mir irgendwas innerlich passiert. Ich habe auf einmal Texte geschrieben, die sehr gottnah sind. Ich habe immer an Gott geglaubt. Und irgendwann hatte ich einen sehr bewegenden Traum. Und dieser Traum hat quasi dann wirklich den Schalter umgelegt. Das war der Schalter, wo ich heute sage, das ist die Situation gewesen, wo bei mir der komplette Mike anders wurde. Und ich kann diesen Traum nur so erzählen. Ich war in der Nähe einer großen Stadt, nicht in dieser Zeit, sondern in einer Zeit, wo noch Pferde und Kamele in die Stadt reinfuhren und reingeritten sind. Und ich saß oder stand draußen vor den Stadtmauern in einer Sanddüne und neben mir kniete ein Mann, bildschön, schwarze Haare und hatte einen Stock in der Hand und schrieb und kniete vor mir und guckte mich immer an und schrieb in den Sand. Das waren Sachen, die ich nicht lesen konnte. Und ich habe es nicht verstanden. Und dieser Traum bewegt mich heute noch. Und hat mich immer angeguckt und hat mich gefragt, ob ich das verstehe oder nicht verstehe. Und dementsprechend habe ich dann in diesem Traum nichts gesagt. Ich bin einfach aufgewacht und habe geweint. 2 Stunden. 2 Stunden. 2 Stunden geweint. Und habe mir die Decke über den Kopf gezogen. Und dann habe ich einen Telefonanruf bekommen und habe dann am Telefon gesagt, dass ich nicht sprechen kann, weil ich gerade einen Traum hatte und dieser Traum bei mir quasi den Schalter umgelegt hat. Als ich diesen Traum erzählt habe, den Menschen danach, haben sie zu mir gesagt, das wäre ein islamischer Traum gewesen und das ist irgendwas, was mich da jetzt seit mehreren Wochen schon bewegt hat, ist jetzt da in diesem Traum wahrscheinlich ein Anzeichen dafür, dass man sich in diese Richtung bewegen sollte. Da ich da ja eh schon war, habe ich das vertieft und bin dann kurzerhand nach Aachen gefahren. Aachen ist das islamische Zentrum für die Muslime in Deutschland und habe dann dort die Schahade gesprochen, weil ich das dort machen wollte. Ich wollte das richtig offiziell in Aachen machen. Und bin dann zurückgekommen und habe mich dann in muslimischen Kreisen bewegt, bin in die Moschee gegangen und habe gemerkt, dass mir das alles sehr, sehr gut tut und habe somit meine alte Zeit, diese Popstar-Zeit, dieses dolle Hoch, was man hatte mit Geld verdienen und so weiter, habe ich dann Revue passieren lassen und habe aber gemerkt, dass es eigentlich keinen Nutzen mehr hat. Nur dieses Ganze nach der Schehade braucht natürlich auch Zeit. Man ist ja nicht sofort Muslim und man fängt auch nicht gleich an zu praktizieren und 5-mal zu beten, Allahu Akbar. Das war auch peu à peu, ganz langsam stieg das an. Und allein das war für mich sehr, sehr wichtig und entscheidend, wo ich heute gesagt habe, ich bedanke mich bei Allah und bei diesen Menschen, die mich da in diesem Bereich gefördert haben. Mein Islam heute hat eine schöne Community. Ich habe viele, viele Brüder,
die ich kennengelernt habe. Mein ganzes Leben hat sich umstrukturiert und der Islam bringt mich persönlich in ganz neue Situationen, die ich früher gar nicht hatte. Ich habe Vorurteile gehabt gegenüber Ausländern. Ich habe viele Dinge anders gesehen, die ich heute anders sehe. Ich mache heute alles mehr mit Herz, statt mit dem Kopf oder mit der Zunge. Schnell zu agieren, sollte man manchmal besser nichts sagen und dann einfach auch sacken lassen und dann sagen, mach dir mal lieber Gedanken über dich selber, wie du bist und guck dir mal die Menschen an, sind nicht alle doof. Und das ist heutzutage, wo ich sage, der Islam hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Und das ist auch das Ziel, weil der Islam bringt Menschen dazu, sich zu bessern. Und sollte das nicht so sein, dann muss man seinen Islam überprüfen und gucken, warum das nicht so ist. Aber ich bin der Meinung, bei mir hat das stattgefunden und es soll auch immer noch weiter stattfinden. Ja, ich möchte natürlich den Koran versuchen auswendig zu lernen, wie das jeder so möchte. Und ich möchte auf Allahs Weg natürlich viel, viel machen, um gute Taten zu sammeln, um zu sagen, mein Weg mit dem Islam hat sich gelohnt. Was ich Menschen wünsche, die noch nicht im Islam sind, ich wünsche ihnen, dass sie anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, warum sie auf der Welt sind, dass das hier alles kein Zufall sein kann. Und wenn man das weiß und dieses Verständnis mitbringt, dann muss einem ganz klar sein, dass es bleibt keine andere Möglichkeit, den Islam anzunehmen, um nach diesem Leben ein schönes Leben zu bekommen. Weil darum geht es ja nur. Es geht ja nur, was passiert in diesem Leben und was bekomme ich nach dem Leben. Deshalb praktizieren Muslime diesen Islam, um das danach zu bekommen. Ja, Hajj und Umrah ist natürlich ein Höhepunkt im Islam. Jeder Mensch sollte natürlich, wenn es geht, meiner Meinung nach im jungen Alter die Hajj machen, weil es gibt viele Menschen, die sagen, Hajj mache ich, wenn ich alt bin. Aber dieses, wenn ich alt bin, kann zu Stress führen oder kann schwierig werden, weil man einfach sagt, ich schaffe es körperlich nicht, weil es doch sehr anstrengend ist. Und Hajj und Umrah zu erleben, ist an sich schon selber ein Erlebnis. Viele Nationen bei Hajj und Umrah, das habe ich so noch nie erlebt und das war für mich auch, wo ich gesagt habe, es lohnt sich, Muslim zu sein, weil man einfach viel offener wird. Und es ist eigentlich unvorstellbar, dass über 1 Million Menschen, alle Nationen dieser Welt, dort zu dieser Kaaba reisen, um dort einfach zu sagen, ich mache dort meine Anbetung zu Gott. Und diese Kaaba, das Haus, einmal zu sehen, was unser allererster Prophet Adam schon das Fundament gemacht hat und dann Ibrahim a.s. dann weiter aufgebaut hat, einfach das live zu sehen. Was mich da fasziniert hat, ist wirklich die vielen Nationen, die dort sich dort alle treffen und alle das Gleiche machen. Und diese Tat, die dort stattfindet, verbindet. Und diese Verbindung, die sollte heute wieder weltweit hergestellt werden. Dann hätten wir weniger Kriege und wir hätten wahrscheinlich auch weniger Probleme auf der Erde.